Über 7 Millionen Menschen in Deutschland können Facebook nicht von ihrem Tagebuch unterscheiden und leiden unter Mitteilungssucht. Wir helfen. Hey, pass aber auf dich auf, wenn du zur Bushalte läufst, okay? Ja, ja, mach ich schon. Tschüss. Ciao, wir sehen uns. Bin gerade auf dem Nachhauseweg. Posten. Bertha, bringen Sie mir bitte einen Kaffee mit viel Zucker an meinen Schreibtisch, ja? Na klar. Dankeschön. Ah, was haben wir denn hier? Wieder eine neue Bewerbung. Christian Müller aus Fürsheim. Alles klar. Wollen wir doch mal checken. Scheint ja schon wieder so ein unreifer Vollidiot zu sein, der sein ganzes Leben auf Facebook dokumentiert. Und sowas stellt diese Hanswurst für jeden sichtbar auf Facebook. Die Bewerbung brauche ich mir gar nicht erst anzuschauen. Verlieren, da war ich echt nicht mehr weiter. Zwei Niederlagen in Folge, da muss ein neuer Trainer her. Auf jeden Fall, ey. Auf geht's, Rappel! Ole! Ole! Ribéry! Ole! Hey Jungs, schon 30 Minuten gespielt, immer noch nur 1-0. Wenn es weitergeht, ich werde Schalke fällen. Ist mir auch zu dumm, ey, ehrlich, ich mach gleich aus. Jungs, warte mal. Robin, Robin! Ich poste erst! Und
musst du auch sehen. Geil, gehen. Mann! Huh! 2 Nice. Na, mal schauen. Ich hab schon 2 Likes! Ja! Ja, in your face! Die Sonne scheint so schön. Das muss ich gleich in Facebook posten. Den anderen Leuten ist das bestimmt noch nicht aufgefallen. Die waren noch nicht so schlau und haben aus dem Fenster geguckt und festgestellt, dass schönes Wetter ist. Oh, das macht so viel Sinn und Likes kriege ich dann auch noch dafür. Unnötig. So, jetzt noch auf Facebook posten, dass ich ins Bett gehe, damit auch jeder Bescheid weiß. Unnötig. So, jetzt wird schön gezockt, aber vorher noch jedem mitteilen. Unnötig.